Hallo und willkommen zurück bei Let's Play Final Fantasy 7. Und heute geht es weiter mit einem Bosskampf. Und zwar bekämpfen wir eine riesengroße Seeschlange oder was auch immer das darstellen soll. Die Seeschlange, auch wenn sie Seeschlange heißt, schwimmt nicht, sondern fliegt. Warum das genau ist, weiß wohl Gott allein. Wir werden hier auf jeden Fall mal mit Yuffie ihr Limit geölter Blitz verwenden. Für die, die es nicht mitbekommen haben. Der Aufrufungsdauer Chocomob, der Name leitet sich übrigens von Chocobo und Mogri oder Mugel her. Wobei Chocobo der straußenähnliche Ding ist und Mogri der kleine, pelzige, rosane Panda-Bär, Plüschbär, der oben drauf sitzt. So, Tifa hat hier nicht wirklich viel mehr anzubieten. Tifa wird hier angreifen. Man kann hier übrigens Bottomswell heißt der Gegner. Bottomswell nur angreifen, wenn man entweder eine Fernkampfwaffe hat oder die Fernkampfsubstanz einstecken hat. Beides ist bei Cloud nicht der Fall. Deswegen Cloud hier jetzt quasi nur mit Zaubern angreifen kann. Oder mit Limits, das geht natürlich auch. Wir werden hier mit Cloud gleich das Limit verwenden. Ich habe leider vergessen, mich hier richtig auszurüsten für den Bosskampf. Deswegen es durchaus sein kann, dass wir jetzt fast den kürzeren ziehen werden. Aber ich glaube, mit Beta im Gepäck tun wir uns hier doch nicht allzu schwer. Wir werden bald sehen, was passiert, wenn der Kampf etwas länger dauert. Nein, er macht nämlich auch große Welle, so wie der dritte Boss mit dem Tsunami. Und noch dazu hat er die Angewohnheit, hier hat er es nicht gemacht, er hätte die Angewohnheit gehabt, unsere Charaktere in seine Blase zu verfrachten, so wie Reno das mit der Pyramide. Die Blase muss man dann mit entweder Feuer zaubern oder etwas anderem beseitigen. Das muss man schnell machen, weil die Blase zieht konstant HP ab. Durch unseren Einsatz von Beta haben wir das allerdings geschickt umgangen. Normalerweise für die nächsten Bossfights werde ich mich richtig ausrüsten und dann ohne solche Tricks auskommen. Aber jetzt müssen wir erst das kleine Mädchen wiederbeleben. Nun zur Mundbeatmung. Na hopp hopp Cloud, Zungenkuss. Ja, jetzt müssen wir schnell machen. Man hat hier kein Zeitlimit, auch wenn es das Spiel sagt. Man kann hier den Atem anhalten bis zu 9 Atemzüge oder 10 Atemzüge und man braucht 41 Atemzüge, um Priscilla wieder aufzuwecken. Das heißt, wir müssten hier, ich glaube, 5 mal quasi die Luft vollnehmen und sie beatmen und dann sollte sie wieder aufwachen. Okay, das war jetzt falsch. Man sieht leider nicht immer genau, wann die Animation anfängt. Das ist natürlich nicht so toll. Und es geht auch am schnellsten, wenn man das in fünf Durchzügen macht, weil man dann am wenigsten Zeit mit dem Ausblasen der Luft auch vergeudet. Ich glaube, das ist jetzt das dritte Mal, also dürfte es bald fertig sein. Zweimal haben wir noch. Ansonsten ist das Minigame hier nicht wirklich spannend. Spannend wird es erst nachher, weil wir dann unseren zweiten Aufrufungsdauer bekommen. Was das sein wird,
Die Erfahrenen unter euch wissen schon. Juhu, wir haben es geschafft. Kann durchaus sein, dass ich das jetzt schneller gemacht habe, als ich glaubte. Auf jeden Fall lebt Priscilla wieder. Das ist schon mal ein Vorteil. Und ich glaube, sie wohnt hier oben, die Treppe rauf. Oh. Da. Ich würde jetzt schon gerne die Treppe raufgehen, danke. Böses Spiel. Okay. Und, was heißt das? Na, super. Ja, wir werden uns inzwischen, glaube ich, mal aufs Ohr hauen. Ich glaube, hier müsste ein Inn sein. Ja. Ja, wir sind nämlich ein Held. Wir machen dauernd solche Sachen. Und weil wir ein Held sind, haben wir auch zwei Mädchen mit. Das können nämlich nur Helden. Es ist leider im Spiel gar nicht möglich, eine komplette Mädchengruppe aufzubauen. Wir werden uns ausrasten kurz. Man muss sich hier ausrasten, man kann zwar auch auf die Weltkarte zurückgehen und normale Gegner bekämpfen und auch nach Fort Condor wieder einkaufen, allerdings... Oh! Wir haben schon wieder Albträume. Nein, man muss hier wirklich schlafen gehen, um mit der Story weiterzukommen, weil dann hier die Albtraumsequenz beginnt. Ja, was war vor 5 Jahren? Ja, was soll das heißen? Ich glaube, das ist alles ein Hirngespinst. Oh, eine Katze hat wieder meinen Schreibtisch beschlagnahmt. Und breitet sich auf meiner Tastatur aus. Ja. Also es ist Zeit aufzustehen. Und den militärischen Klängen der Parade zu lauschen. Das andere Mal. Was? Okay, gehen wir mal raus. Das ist übrigens eine der Lieblingshintergrundmusiken von Final Fantasy, also eine meiner Lieblingshintergrundmusiken. Wir können übrigens hier eine Schlacht bei Fort Condor, also die nächste Schlacht bei Fort Condor bestreiten, allerdings ich werde wie gesagt nur die erste und die letzte machen, das heißt wir lassen die jetzt aus. Man müsste hier mit Cloud alleine zurück nach Fort Condor watscheln, zumindest bevor man hier die Stiegen raufgeht. Aber man bekommt zu späteren Zeitpunkten dann nur mehr Tränke und Elixiere, also etwas bessere Tränke, also ich glaube Elixiere, Mega-Elixiere und alles in dreifacher Ausführung. Aber wirklich wichtige Sachen bekommt man nicht mehr. Also Sachen, die man brauchen kann, wie Ausrüstung oder so. Oh, wir bekommen etwas Besonderes. Ein Amulett. Und in dem Amulett ist Shiva drinnen. Unsere zweite Aufrufungssubstanz. Okay. Juhu, es gibt eine Parade für Rufus. Wie kommen wir da jetzt rauf? Ja, das hätte ich auch gern gewusst, wo Happy Office ist. Ich dachte, es ist hier. Okay. Also muss uns Herr Delfin helfen, nach oben zu kommen. Ja. Hochspannungsmast. Was? Ich glaube, irgendwie wollen mich die da einteilen. Zum Raufklettern. Hey! Was soll die Scheiße?
wollte das ja gar nicht machen. So. Und hier ist Priscilla mit ihrem, hoffentlich, Herr Delfin auch irgendwo. Oh. Pfeff, pfeff. Okay, und jetzt? Oh, er kann springen. Also ich habe schon Delfine springen sehen, nur nicht so hoch. Was gibt's denn jetzt? Okay. Und wie wir ans Ende der Stange gelangen, das sehen wir alles nächstes Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Final Fantasy VII. Bis dahin, viel Spaß.